Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Gipfeltreffens. König, Sträter, Schubert, das Expertenduo rettet die Welt. Und wir leben in einer neuen Zeit. Die Menschen haben viele Fragen, aber die Corona-Situation, tja, die wird ja in den Medien im Endeffekt überhaupt nicht reflektiert. Außer im Fernsehen. Und im Radio? Ja. Und im Internet halt. Ja. Und in den Printmedien? Das stimmt. Aber außer Fernsehen, Radio, Printmedien und Internet wird das Thema im Endeffekt komplett totgeschwiegen. Wir beantworten Fragen von euch, zum Beispiel diese: An wem sollte man einen Impfstoff testen? An den Leuten, die Karten "Wir kaufen dein Auto" an deine Seitenscheibe machen. Was wären für euch geeignete Lockerungsmaßnahmen? Für die geeigneten, also ich finde es super, dass die Kinder nicht in die Schule gehen, weil die Kinder haben jetzt endlich mal richtig Zeit für mich und das genieße ich einfach sehr. Hm. Ist der Mundschutz sinnvoll oder nicht? Ja, ich finde, für mich ist es ein neues Geschäftsmodell. Ich werde in Zukunft nicht mehr getragene Unterwäsche verkaufen, sondern getragene Mundschütze. Mundschütze oder Mundschütze? Ein Mundschütze wäre jemand, der dir wirklich auf die Zähne zielt. Ja. Ein Mundschütze. Ja, ich und denke eine Schundmütze ist. Eine Schundmütze ist das, genau dieses Ding. Ja. Ich denke, für Fußballclubs und für Fußballfans ist das ja das Beste, was es gibt. Wenn dann das Emblem drauf ist, dann weiß der Fan von der anderen Mannschaft gleich, wo er hinschlagen muss. Stimmt. Also beim Kölner auf die Ziege zum Beispiel. So. Die Menschen haben Fragen und wir sind dafür da, diese Fragen zu beantworten. Wie zum Beispiel diese. Hey, grüßt euch. Hier ist die Exe. Ja, ich bin zu Hause und ich nutze die Zeit. Ich mache mir es hier gemütlich und ich lese endlich mal ein bisschen Weltliteratur. Vieles, was man sich schon lange vornimmt, wozu man sonst nie kommt. Apropos, wozu man kommt. Ich lese zurzeit hier gerade Jurassic Lust. Dinos können es besser. Das ist ein ganz tolles Buch. Es geht um eine junge Wissenschaftlerin, die in eine Zeitmaschine gerät und dann von Dinos gejagt wird, in einen Sumpf feststeckt. Und dann kommt er hier, ne, der Gregor, der Triceratops, holt sie raus und sie hält sich an den Hörnern fest und merkt dann, ja, mit den Hörnern, da ist eine ganze Menge möglich, wenn man sich hier vorne auf die Nase setzt. Meine Frage an euch ist also, was können Tiere besser als Menschen? Ich denke, da gibt es einiges. Also zum Beispiel können Tiere besser den Mindestabstand einhalten. Das ist für mich sehr schwer. Ich habe selbst alleine Probleme, den Mindestabstand einzuhalten. Also ich ertappe mich, wie ich mir selbst zu nahe komme. Mhm. Das ist ja, sag ich mal, durch diese Kontrarudelbildung, dass ja viele Tiere die Gruppe meiden, weil sie verstoßen sind oder so. Also dass da Tiere oft gar kein Problem haben, dass es naturgegeben ist. Und da ist uns zum Beispiel, sag ich mal, der Tapir voraus. Tapire sind uns generell in den meisten Dingen voraus. Ja. Ich sag's immer wieder, Biber bauen Dämme mit ihrem Schwanz. Ja. Das ist eine Sache, wo wir nie hinkommen werden. Ja. Und ich glaube, das mit dem Mindestabstand ist richtig, aber ich würde mir wünschen, dass Viren sich auch dran halten. Wenn jeder Virus 1,5 Meter Mindestabstand halten würde, wären wir schon einen Schritt weiter. Ja, es gab die Geschichte, dass ein angloafrikanischer Schauspieler, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, aus Respekt vor ihm, er wurde angeklagt, weil er seine Frau mit seinem Penis geschlagen hat. Und ich fand das sehr interessant, ich habe das auch probiert und meine Frau hat das gar nicht gemerkt. Also da muss man sagen, dass... Das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Also Tiere auch in dem Punkt uns Menschen voraus sind. Also haben wir schon zwei Sachen, die Tiere besser können als Menschen. Also Tiere sind sich ja ihrer eigenen Sterblichkeit nicht bewusst. Das ist der große Unterschied auch zum Menschen. Und das macht sie natürlich sehr viel entspannter. Wenn du nicht weißt, dass du stirbst, lebt sich's angenehmer, glaube ich. Ein Unterschied, der mir gerade einfällt, ist, dass das Tier braucht ja, also der Virus braucht den Wirt. Und der Wirt
Also der Mensch ist der schlechtere Wirt, das Tier ist der bessere Wirt für das Virus, weil der Mensch stirbt und das Virus braucht keinen Wirt, der stirbt, sondern einen, der weiterlebt. Und der Mensch, es gibt ja das Wirtesterben und gerade das Virus ist natürlich nicht daran interessiert, dass die Wirte sterben. Und ich auch nicht. Wir sind alle da nicht daran interessiert. Ja, deshalb sind die Gaststätten ja geschlossen, weil sich jeder Virus einen Wirt sucht. Ganz genau, ja. Ja. Es gibt Spinnenweibchen, die beißen nach dem Geschlechtsakt dem Geschlechtspartner den Kopf ab. Das erspart natürlich viel Ärger in der Zukunft. Ich denke, als Mann also könnte ich... Da würde ich als Spinne versuchen, das Vorspiel wirklich lang zu gestalten. Ja, ja. Weil ich denke mir, das ist wirklich ein ganz böser Twist für so eine Spinne. Ja, ja. Kann der Mensch das auch? Ich stelle es mir aufwendig vor. Den Kopf abzubeißen, der sexual ist, dauert halt. Partnerin. Ja. Also du musst halt irgendwie das rauskriegen, also den abkriegen. Ja. Aber wenn der Kopf kandiert wäre, zum Beispiel, dann wäre es ein Vergnügen. Ja, wie eine gebrannte. Dann ja. Wie eine gebrannte Mandel. Ja. Musst du vorher. Also ich denke, wir haben jetzt drei Themen oder drei Lösungen. Also die Spinne, der Tapir und der Biber können drei Dinge besser als wir Menschen. Und ich finde, drei Beispiele reichen völlig aus. Frage beantwortet. Ja. Nächste Frage, bitte. Mein Name ist ein Amateur. Ich wohne in Dresden, 500 Meter von der Elbe. Und frage mich, warum sind die Kanäle in Venedig so sauber und warum ist das Elbwasser trotzdem so trüb? In Venedig haben sie Delfine gesichtet, Quallen, sogar ein Krokodil. Ja, wäre mal spannend, was man so alles in der Elbe finden würde. Diese Frage passt in die heutige Zeit, finde ich. Fließt denn das Wasser von Venedig hier hin? Und sind die Elben nicht eigentlich ein Stamm von so Kriegern aus Fantasy-Romanen? Ist die Elbe so trüb hier? Ist das so trüb wie die Aussichten? Das liegt je nachdem, in welche Richtung sie gerade fließt. Sie wechselt ja ihre Fließgeschwindigkeit und auch die Fließrichtung. Wie bei Ebbe und Flut. Ja, wie bei Ebbe und Flut durch die Wasserscheide. Die ist ja variabel. Und das ist natürlich immer wieder toll für mich, auch an die Elbe zu gehen und einfach zu gucken, in welche Richtung fließt sie heute. Und daran sieht man dann auch die Trübungseingraduierung. Warum ist Venedig gerade so sauber? Wegen der Kreuzfahrtschiffe, die jetzt alle in Dresden sind wahrscheinlich. Ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe ja mal in Köln einen Kühlschrank in den Rhein geworfen, weil der den Umweltstandards nicht mehr entsprochen hat. Das heißt, man könnte ihn hier finden, wenn die Elbe und der Rhein verbunden werden, was sie ja vorhaben. Ja. Dann könnte man hier, und vielleicht sind im Gefrierfach noch die Fischstäbchen drin. Ich glaube, Rhein und Elbe sind ja verbunden durch den Panama-Kanal. Ja. Gut. Kreuzfahrtschiffe. Es sind die Kreuzfahrtschiffe. Das sind ja heutzutage, sagt man, schwimmende Labore für die Virologen. Ja. Da in diesen hermeneutischen, abgeschlossenen, wie sagt man? Hermetisch. Das ist übrigens auch die Freundin von Harry Potter gewesen. Hermine. Ich war verdammt nah dran. Ja. Schiffe, glaube ich. Man sagt heutzutage Schiffe. Diese Schiffe sind Labore. Da in diesem Mikrokosmos sich die Viren ja, da kann man verfolgen, wie die sich verbreiten. Also das fängt ja meist an beim Wirt, logisch, und geht dann über den Smutje, über den Bootsmann direkt in die Kabine der Patienten. So, Frage beantwortet. Was will man noch wissen? Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Günther. Ich komme aus Leipzig und in 23 Jahren wäre ich 90. Ja, jetzt habe ich mir ganz einfach mal überlegt, so sage ich mal, nicht bloß mein ganzes Leben irgendwie umzustellen, sondern auch, ja, ich möchte vielleicht so in die Richtung gehen, Veganer zu werden. Und jetzt frage ich mich ganz einfach, sind das nun Gurken, sind das Möhren, die ich da essen muss? Kastanien habe ich gehört, das ist eine vollkommen interessante Geschichte, aber ich frage mich ganz einfach, kann man denn alle Kastanien nehmen? Und welche schmecken oder welche kann man nicht essen? Sich vegetarisch zu ernähren ist gut. Das ist Antwort 1, generell. Antwort 2, welche Kastanien kann man essen? Ja, Esskastanien, was soll ich dazu sagen? Essbare Kastanien kann man essen. Man sollte jetzt auch, man hat ja bei Tannenzapfen nicht auch als erstes den Impuls, sich den in den Rachen zu stopfen mit dem Pümpel. Esskastanien. Das kann man aber auch googeln. Was ist das für eine Frage? Ich habe noch ausgerechnet, er ist momentan 67.
Das habe ich auch ausgerechnet. Und ich habe gedacht, 90 reimt sich auf Leipzig ein bisschen, wenn man so spricht, dass es sich reimen soll. Darüber hinaus klingt Kastanien ein bisschen wie ein Landstrich in Spanien, finde ich auch. Ja. Ich war in Kastanien mit der ganzen Familie. Wir haben so einen Wohnwagen. Aber ich finde, Thorsten, das bringt uns weg vom Thema. Ja, tut mir leid. Denn ich finde das Thema vegane Ernährung sehr wichtig. Ich versuche auch, mich vegan zu ernähren. Das ist nicht so leicht, aber das klappt schon ganz gut. Also vor allem zwischen den Mahlzeiten. Und ich denke, er ist in jedem Fall auf einem guten Weg. Und wie gesagt, wenn nicht die Kastanie, gibt es ja auch andere Sachen. Er soll in 20 Jahren nochmal anrufen. Richtig. Nächste Frage bitte. Olaf, hier ist der Reinhard. Ich war mal Kollege, mittlerweile sieht das anders aus, meine Auftritte wurden abgesagt. Ich sitze seit Wochen hier in diesem verfickten Bauernhof in Brandenburg und meine verschobenen Auftritte wurden wieder verschoben auf 2023. Ich weiß nicht mehr ein und aus, ich möchte meinen Beruf wechseln. Ich möchte auch keine Homeoffice-Comedy machen, ich möchte was Anständiges machen, was vollkommen anderes. Deshalb meine Frage, du als alter Oster, du hast doch auch was gelernt. Und Gregor Gysi war Clownschneider, irgendwas Handfestes, was systemrelevant ist. Ich gehe auf die 50 zu, ich bin nicht mehr der Gesündeste. Was kann ich jetzt machen? Das interessiert mich. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Bitte ernst gemeinte Ratschläge an mich. Vielen Dank. Maskenschneider? Er hat mich gefragt. Ach, er hat gefragt, Olaf. Alles klar. Also habe ich auch das Recht, ihm zu antworten. Ja, habe ich verstanden. Wenn das okay ist für dich, Johann. In dieser Situation, in der auch du dich befindest, wie hieß er gleich? Reinhard Grebe. Reinhard Grebe ist ein guter Freund von mir. In der sich Reinhard befindet, befinden sich momentan viele Menschen. Und ich würde ihm empfehlen, den Beruf des Panzerfahrers zu erlernen. Wir brauchen Panzerfahrer. Die Bundeswehr sucht händeringend Panzerfahrer und es gibt kaum noch Panzerfahrer. Man sieht es ja draußen auf der Straße, man sieht wirklich das stimmt. So selten noch jetzt, Panzer. Wo du sagst, er hat mich gefragt. Und von allen anderen Berufen rate ich ab. Dringend. Es sei denn, es gibt noch bessere Vorschläge. Auf jeden Fall. Mir würde es reichen, wenn Reinhard Grebe einfach Reinhard Grebe reicht. Für die reine Existenz dieses Menschen würde ich schon regelmäßig was überweisen. Eine Leibrente, quasi. Quasi. Ja. Gut. Ich sag nichts mehr. Zu Recht. Lieber, wie hieß er? Reinhard Grebe. Lieber Reinhard Grebe, wir sammeln dann für dich, außer Johann, und überweisen dir dann deine Leibrente, dass du sozusagen erstmal von diesen irdischen Nötigungen befreit bist, zumindest für die nächsten. Er lebt auf einem Bauernhof, der kann doch als Bauer arbeiten, dann, oder? Das stimmt, da das hat Johann ja recht. Aber da hast du auch Kontakt mit Tieren, für so gut halte ich das nicht. Okay. Und du musst verstehen, er ist auf dem Bauernhof in Brandenburg. Auf dem Bauernhof in Brandenburg. Einen Lebenstraum. Aber ich kann den inneren Schmerz, den er hat, voll nachvollziehen, weil ich selber auch jetzt schon aus Verzweiflung anfange, fragwürdige TV-Formate zu machen. Ja, Homeoffice-Comedy machst du. Ja. Homeoffice ist ja im Kommen. Ich kenne zum Beispiel Taxifahrer, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Und das entlastet natürlich die Straßen. Ne? Die Umwelt. Die Umwelt, also der Verkehr, rein ins Büro, Türe zu, weg ist er. Also ich finde das eine sehr gute Lösung. Nächste Frage bitte. Hallo Olaf. Ja, Olaf, du und ich, wir beide, wir sind ja gebürtige Fuchtländer und bei uns daheim im Fuchtland, da ist es wunderschön. Da kann man herrlich spazieren gehen und also ich war jetzt in den letzten Tagen und Wochen ganz viel draußen an der frischen Luft. Aber ich muss sagen, ich habe vorgestern mit meiner Freundin telefoniert und die hat gesagt, also das ist eigentlich völliger Blödsinn, denn es gibt gar keine frische Luft. Frische Luft? Dein Thema, ne? Naja, frische Luft. Also frische Luft ist auf jeden Fall, es ist nicht das, was morgens entsteht, wenn ich die Bettdecke hochmache. Auch in meiner Achselhöhle habe ich noch nicht viel davon entdeckt. Aber es gibt die frische Luft. Es gibt die frische Luft. Meine Frau wollte jetzt diese Lockerung, diese internen Ausgangsbeschränkungen, die wir für sie aufgestellt haben, wollte sie jetzt lockern. Und das heißt, sie wollte rausgehen, ohne einzukaufen. Und einfach nur an die Luft, wo ich auch gesagt habe, dachte man, geht's noch? Und ich werde doch jetzt nicht den Erfolg, den ich mit dir habe, durch frühzeitige Lockerungen gefährden. Ich muss da vehement insistieren. Ich leugne die Existenz frischer Luft. Es gibt albanische Studien, die eindeutig beweisen, dass die Dinosaurier an der gleichen Luft ausgestorben sind,
die wir selbst heute noch inhalieren. Okay. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es jemals frische Luft, dass, natürlich wird durch Photosynthese, gibt es einen Austausch, aber die Luft ist trotzdem dieselbe. Du sagst, die albanische Luft ist die gleiche wie unsere Luft? Ja, global gesehen haben wir nur eine Luft. Und das Chloroform, das man... Da sind Aerosole, von denen ja jetzt oft die Rede ist. Es werden verschiedene Zusätze der Luft zugeführt, aber trotzdem bleibt es immer die gleiche eine Luft. Albanische Luft. Die ich sehr gerne mag. Ich mochte Albaner und Romina Power sehr gerne. Ja, habe ich immer wahnsinnig gerne gehört. Es gibt ja den berühmten Schlager, das ist die albanische Luft. Genau. Die hat ihren besonderen Duft. Ja. Die... Nächste Frage, bitte. Hey, mein Name ist Marc Weide, liebe Grüße hier aus Köln. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, so Zauberer, die lassen alles immer vorher abdecken, bevor irgendwas passiert. Also bevor das Auto erscheint oder der Tiger verschwindet, wird alles immer mit einem großen Tuch abgedeckt. Das heißt, wie wäre das eigentlich, wenn man sehen könnte, wie es passiert? Ihr werdet gleich aktiv sehen, wie das Tuch verschwindet. 1, 2, 3. Aus der Flasche. Was mich zu folgender Frage führt. Wer schreibt eigentlich die Sprüche für Glückskekse? Das ist dein Thema, muss ich sagen. Ich habe diese Frage schon oft gestellt bekommen. Ja. Was war denn das jetzt mit der Flasche? Habe ich einen Schlaganfall oder? Ich glaube, das war ein Trick. Ja, das glaube ich aber auch. Er hat doch gesagt, dass man es sieht, wie das passiert. Das Tuch ist verschwunden und da mein Reptilienhirn fokussiert sich genau darauf. Ich frage nochmal in Zeitlupe. Bitte? Möchtest du die Frage noch mal in Zeitlupe? Den Trick in Zeitlupe? Den Trick will ich nicht in Zeitlupe. Ich weiß, wie er funktioniert. Ja. Also ich würde, wenn ich ein China-Restaurant hätte, würde ich die selber herstellen. Ich würde mir einen kleinen Chinesen borgen, der mit einem, braucht man einen Keksstift? Es gibt ja diese Mietasiaten, gibt es ja, glaube ich. Ein Mietasiaten mit einem Keksstift, der dann... Aber auch für die Gäste, ich würde auch gucken, welche Gäste sind da und dann für die Gäste entsprechend die Sprüche reinschreiben. Zum Beispiel, Geschmack ist ein scharfes Schwert. Dass man das reinschreibt und dann weiß derjenige nachher, was gemeint ist. Oder wenn ein Vater da ist, würde ich den Spruch nehmen, wenn das Kind nicht schlafen kann, einfach mal beide Augen zudrücken. Oder wenn einer da ist, der was mit meiner Frau hatte, der kriegte den Spruch, mit dir habe ich noch ein Hühnchen auf. Ich kenne nur das eine mit dem Glückskeks, dieser uralte Witz, wo einer einen Glückskeks aufmacht und auf dem Zettel steht, holt mich aus dieser Glückskeksfabrik raus. Bang. Ja. Das war stimmt. Ja, uraltes Ding. Ja, da ist wieder die Frage, Wuhan liegt. Ich zweifle an, dass diese Sprüche überhaupt von Menschen verfasst werden. Denn ich hatte einen Keks, oder es war, glaube ich, sogar ein Unglückskeks. Dort war ein Spruch drin, da stand drauf, dieser Glückskeksspruch wurde automatisch erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig. Also ich denke, das ist alles computergeneriert. Und das führt eure Beweisführung hiermit ad absurdum. Ich glaube auch. Nächste Frage. Hallo, ich bin Steffi, 35 Jahre alt. Und zu uns kommt morgen der Klempner. Darum würde ich gerne wissen, heißt es pümpeln oder pömpeln? Sehr gut. Und warum liegt hier Stroh? Tatsächlich, wenn ich das beantworten darf, weil ich aus einer alten Handwerkerdynastie stamme, es heißt pömpeln. Also wir sagen im Ruhrgebiet pömpeln, es ist der Pömpel. Aber mit dem N hinten ist es ein Verb, oder? Wir kommen zur nächsten Frage. Die Frage hat keiner gestellt. Es heißt pömpeln. Es geht ja momentan sehr viel um diese Corona-Früh-Warn-App, die ja bald kommen soll. Deshalb die Frage an das Gremium, präferiert ihr den Ansatz der zentralen oder eher den der dezentralen Datenspeicherung? Also generell bin ich froh, dass ich das Handy meiner Frau gehackt habe. Das heißt, ich weiß, wo sie ist und ich weiß genau, dass der Yogalehrer gerade nicht da ist und sie trotzdem hinfährt. Das heißt dezentral. Dezentral. Mhm. Ich vertrete da einen gänzlich anderen Ansatz, denn ich bin für die zentrale Datenspeicherung und zwar zentral in Deutschland.
Also ich bin dafür, dass die Daten in Hannover, das ist ja der gefühlte geografische Mittelpunkt, dass die direkt dort gespeichert werden. Aber dann wiederum auf unterschiedlichen Computern. Okay, wie viel braucht man? Drei. Also ein für die Gesunden, ein für die Kranken und ein für die, wo man es noch nicht genau weiß. Okay. Ich persönlich bin weder für zentral noch dezentral. Ich finde, dass diese App dummes Zeug ist. Einfach weil ich meine, wenn du kranke Leute hast, dann bring sie auf TikTok. Da haben sie 10 Sekunden Zeit zu tanzen und gut. Aber hör auf, was soll das bringen? Dann treffe ich im Rewe sicher auf dem Handy, dass sich mir ein roter Punkt nähert, wie ein Alien damals, weißt du? Wo das Alien aber natürlich eine Ebene über dir war. Von daher, das ist doch scheißegal. Ja. Und dann siehst du an der Fleischtheke, ist ein Infizierter. Und wir sind hier nicht in einem Film von George A. Romero. Von daher, ich bin da. Wasch dir die Hände, ja. Und trage eine Maske, wenn es sein muss. Und halt Abstand und die Fresse. Aber hör mir auf mit einer App, ey. Wir kommen zur nächsten Frage. Die Bundesregierung sagt, diese aktuelle Krise können wir nur überstehen, wenn wir Antikörper bekommen. Nichts dagegen. Bloß meine Frage ist, wenn wir diese Antikörper bekommen, dürfen wir unsere alten Körper vielleicht in Teilen behalten oder müssen wir sie abgeben? Eine sehr gute Frage von Wladimir Kamina, den ich sehr schätze. Ja. Naja, wenn ich diesen Körper, davon könnte ich 80% abgeben und trotzdem noch weiterleben. Das ist mein Problem eigentlich. Ich glaube, du hast die eigentliche Thematik nicht verstanden. Oder er auch nicht, denn es geht ja bei den Antikörpern um das Blut, also um die Blutantikörper. Und wir haben ja alle diese Blutkörperchen, diese weißen und roten, also die Leukozyten, die Streptozyten und die Elektrozyten. Also die sorgen für die Spannung. Und wir Weißen haben natürlich überwiegend weiße Blutkörperchen, die Indianer haben rote Blutkörperchen. Und darum geht es ja. Das hat also mit dem Rumpf, den wir das hat das eigentlich, glaube ich, gar nichts zu tun. Und sind Antipasti jetzt was zu essen oder nicht? Der Antikörper ist ja der Gegenkörper, also der Körper, wir werden befallen und bilden Kampfmittel dagegen. Ja. Wie beim Christ und beim Antichrist. Ganz genau so. Lollek und Bollek. Ja. Muss ich mehr sagen? Yin und Yang. Ich denke, damit ist ihm auch geholfen jetzt. Ja, also die Antwort liegt wie immer in der Mitte, Ping und Pong. Wer seinen Körper behalten will, darf ihn behalten. Und wer nicht, da werden auch Leihkörper zur Verfügung gestellt vom Robert-Koch-Institut. Die man, glaube ich, um die 10 Euro pro Tag kann man sich dann, also Körper mieten. Ja, hier im Osten. Im Westen, habe ich gesehen, geht es bei 19 Euro erst los. 19 Euro, ja. Das sind aber auch richtig gute Körper. Mit Rumpf. Ja. So. Ja, seitdem man Bastian Jotta komplett entkernt hat obenrum, billig zu haben und wirklich muskulös. Ja, ja, ja. Das ist wirklich, das ist die cringigste Sendung, die ich je gemacht habe. Es gibt, glaube ich, noch eine Frage. Ich bin Katharina aus Leipzig. Also ich muss sagen, mir geht es momentan nicht so gut. Ich mache mir jetzt ernsthaft Gedanken. Ich möchte endlich mal raus aus diesem Patriarchat. Und ich bin jetzt dafür, dass die Frauen endlich mal dazu stehen, was sie auch wirklich sind. Und dass es endlich mal zur Sache kommt. Und wann, frage ich mich, ist das Patriarchat beendet? Das ist eine sehr gute Frage an ein Männergremium. Ich hoffe nie. Wir werden darüber bei Zeiten entscheiden. Weiter. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer viel Radio gehört. Hits aus die 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre. Und jetzt hängt es mir langsam einmal zum Hals raus. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt einmal wieder selber Musik, ich übe jetzt ein Instrument. Und dann ist mir angefangen, in der Grundschule habe ich Flöten spielen müssen. Da habe ich oft geweint, weil ich irgendwie nicht genug Löcher zuhalten habe können von der scheiß Flöten, dass ein guter Klang rauskommt. Das wäre jetzt in dem Zusammenhang auch einmal meine Frage, wie viele Finger ich denn mindestens haben müsste, dass ich ordnungsgemäß mit schönem Klang Flöte spielen kann. Ich habe ja selber
Musik studiert. Und, Musik studiert? Ich habe Musik studiert. In Dresden? Ja, also alle Instrumente. Und natürlich auch Nebenfach Flöte. Und es ist im Prinzip ein antagonistischer Widerspruch innerhalb dieser Frage, denn Flöte, dass die Flöte ist nicht dafür entworfen worden oder entwickelt, um überhaupt den schönen Klang zu generieren. Die Flöte ist der letzte Dreckshobel. Also das ist das Beschissenste, was der Mensch je sich aus dem Arsch gepresst hat. Also ich habe zu Hause eine persönlich patentierte Flöten-Schredderanlage nur für Blockflöten. Und das ist der einzig gute Klang, den eine Flöte hervorbringen kann, wenn dieser Hobel Span um Span abträgt. Du hast dir eine Flöte aus dem Arsch gepresst? Nein, ich meine allgemein, als okay. Metapher der Mensch. Ja, ja. Ja. Kann man mit einer Flöte im Arsch auch Geräusche machen? Es wird immer wie ein Warnsignal klingen, aber ich sage ja. Aber wie viele Finger braucht man, um alle Löcher zuzuhalten? 1, 2, 3, warte mal. Also damit keine Geräusche kommen, erstmal das Loch vorne und dann... ich weiß nicht, wie viele Löcher eine Flöte hat. Wie viele Löcher hat die Flöte? Die Frage war, wie viele Finger braucht man? Je nachdem, wie viele Löcher die Flöte hat. Also zum Beispiel bei der Einlochflöte, die kriegst du mit 2 Fingern bequem zugehalten. Ja. Es gibt aber diese Flöten, die haben solche riesen Löcher. Also da ist bloß ein ganz kleiner Ring um das Loch. Also muss man so... Und da kannst du einen Elefanten draufsetzen und trotzdem... Kriegst du das? Also das ist die Frage ist einfach unpräzise, ja. Ne? Weil was für da können wir hier stundenlang debattieren und wir werden zu keiner Lösung kommen. Ja. Na gut, man muss ja nicht jedes Loch, also man drückt sie ja nacheinander zu, wenn ich es richtig verstanden habe. Je nachdem, das hängt von der Melodie ab, die du spielen willst. Wenn du nur 2 Finger hast, kannst du trotzdem Flöte spielen. Es klingt halt abgehackt. Ja, und wenn du alle Finger abgehackt hast, dann klingt es ja noch abgehackter. Ja. Also Experten raten von der Flöte, also prinzipiell ab. Ja, Finger weg von der Flöte. Das ist mein Tipp auch an alle Heranwachsenden. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Hallo, hier ist die Rosi Müller vom Timmendorfer Strand an der Ostsee. Ich bin 35 Jahre plus. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt kein Alkoholproblem, aber ich wollte einfach mal wissen, wie kriege ich das denn hin, dass es keiner merkt bei mir zu Hause? Wie es keiner merkt, dass sie kein Alkoholproblem hat? Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr zu erzählen Warum habt. Warum will sie das denn, dass das keiner merkt? Es ist doch schön, wenn man keins hat. Also wenn ich jetzt bei dir denke, wie kriegst du das hin, dass ich nicht merke, dass du ein Alkoholproblem hast? Da würde ich doch denken, das kriegst du nicht hin. Also ich fände du das müsstest peinlich. Dich viel wenn, verstecken. Wenn ich wüsste, ich habe kein Problem und jemand anderes wüsste das, dafür würde ich mich schämen. Ja, aber deine Frau weiß es doch. Ja, aber nicht von mir. Ja, von mir. Aber was deine Frau von mir nicht weiß? Klar, das weiß ich. Ich weiß, was du meinst. Also will sie jetzt, warum eigentlich? Ist in jedem dieser Fragen, macht irgendjemand schlechte Scherze über sein Alter? 35 plus, ne? 35 plus oder in 26 Jahren werde ich 400. Hm. Oder ich bin zwischen Ende 30 und Anfang 50. Was ist hier los? Das gehört dazu. Ich finde das auch insgesamt ein niedriges Niveau. Man hatte uns Fragen von Prominenten versprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte keinen einzigen von diesen ganzen Pappnasen. Außer dein Freund aus dem Brandenburgischen. Wie hieß der? Reinhard Grebe. Reinhard Grebe, richtig guter Freund. Den kannte ich ansonsten niemand. Das nimmt mir jetzt auch ein bisschen die Motivation. Wir sind aber im Wesentlichen, glaube ich, sowieso durch. Oder hat noch jemand eine Antwort? Nein? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei Thorsten Schröder und Johann König. Das Gipfeltreffen. Bleiben Sie uns gewogen.